ich ziehe jetzt meine Adventskalender auf. Oder erfülle 5 Ponys oder Pferde. Sehr schön. Okay. Du musst jetzt sagen, wer du bist und was deine Aufgabe ist. Was soll ich sagen? Wer du bist? Ich bin Vivian, ich erfülle jetzt 5 Pferde. Sehr schön. Ponys. Blind. Also ja. Mache dich blind. Wundervoll. Also wir sind hier auf dem Innenhof und aktuell ist sie keine Ahnung, was für Pferde auf sie zukommen. Wir müssen kurz warten. Maren ist nämlich schon losgelaufen und besorgt schon das erste von 5. Hier ist irgendwie Sammlung der sauberen Gamaschen gerade. Da kommt dein erstes Pferd. Ich sehe es schon kommen. Das Video, das zittert, wie sauber meine rechte Hand mittlerweile so eingefroren ist. Aber da kommt es schon, das erste Pferd. Es bahnt sich den Weg hier durch. Ich sag dir, wenn es bei dir ist. Du kannst dich schon mal langsam hinstellen. So. Jetzt bück dich ein bisschen nach unten. Da ist es nämlich schon. Ah. Willst du es an den Huf mal fühlen? Ja. Okay. Sein. Tja, und wer ist es jetzt, ist die Frage. Das ist kleine Hufe, also Melina. Sicher? Ja. Dann guck mal nach. Na, ich würde sagen, das ging ja schon mal gut los. Hallo. Gut, dann mach dich wieder blind. So, wir müssen kurz wieder warten. Und wir warten immer noch, bis das Pferdchen da ist. So, jetzt kannst du langsam wieder aufstehen. Und jetzt vor dir. Das ist ein Mensch. Trinkt was. Kannst ja drunter fassen unter die Decke. Kannst ja auch wieder einen Huf hochheben, wenn dir das wieder hilft. Es ist auf jeden Fall größer als groß. Es ist größer als Nein, groß? Ich halte eigentlich nicht was anderes zu sagen, aber es ist groß. Jetzt tritt es dir wahrscheinlich gleich auf die Füße. Sonst hätte sie auch keine Decke drauf. Das grenzt die Auswahl ja ein bisschen ein. Ich muss kurz überlegen, wer alles. Kannst ja mal dran riechen. Irgendwer hätte gesagt, man könnte es erriechen. Also, eine Melone ist kleiner. Wenn du das sagst. Ja, ich glaube, eine Melone ist kleiner. Und jetzt habe ich einen Kopf hier bei mir. Es frisst mich. Es frisst mich vor allem. Mann, es ist schwer. Jetzt triff deine Entscheidung. Wer hat noch Sportmähne? Sarah ist auch zu klein. Nur einer, der. Aus dem Bauch raus, schnell, entscheide dich. Ich würde ja eigentlich auf Meloni tippen, aber Meloni ist kleiner. Und Meloni hat nicht so einen Widerstand. Los, entscheide dich. Vielleicht das Halfter. Nee, das darfst du nicht anfassen. Das Halfter, das gäbe Aufschluss, das wollen wir nicht. Das heißt ja nicht, erfülle 5 Halfter, sondern erfülle 5 Pferde. Baby, schnell! Entscheide dich! Sag einfach irgendeinen Namen. Sonst wird dieses Video hier Stunden gehen. Es bleibt ja eigentlich nur noch mir wieder. Ist das deine Antwort? Ja.
Dann guck nach. Es ist Merida. Gut, setz dich wieder hin, mache dich wieder blind. Ja, nach 3 Stunden. Hey, gar nicht. Jetzt warten wir wieder. Und warten und warten und warten. Jetzt kannst du schon wieder aufstehen. Es geht ja eigentlich nur noch mehr. Da ist es. Oh, meine Hand wackelt immer so, weil mir so kalt ist. Ich möchte nicht stehen bleiben. Ich merke es. Ich habe große Ohren. Weißt du? Das ist sehr interessante Art, ein Pferd zu kennen. Also der Esel hat mich schon mal gebissen. Ich glaube, das Ding auf dem Arm. Ja, das ist bestimmt der Esel. Dann guck nach. Boah, bis jetzt hast du alle erraten. 2 fehlen noch. Mache dich wieder blind. So, du kannst dich langsam wieder hinstellen. Warte noch. So, da ist es. Oh. Hast du dran gerochen? Ja, und am Bauchgefühl. Ich erinnere mich da vorher, wie gewisse Menschen das Geschlecht des Pferdes ermittelt haben. Es hat einen Widerriss. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Also, weil Meloni ist nicht. Die hat keinen Widerriss, sagst du? Haben sie einfach anatomisch bei ihr vergessen. Nein, aber die hat nicht so Fell, oder? Den Schlamm gefasst. Hat nicht lange, aber auch nicht kurz. Also. So, löse jetzt. Wir knacken gleich die 10 Minuten. Entweder Sana oder Meloni, aber. Also, wer ist es? Sarah. Dann guck mal nach, ob Sarah ist. Oh nein. So ähnlich. So, 3 von 5 hat sie erraten. Mach dich wieder blind. Einen haben wir noch. Gucken wir mal. Eigentlich habe ich mir gerade so überlegt, hätten wir einfach Merida nochmal nehmen sollen. Das wäre richtig geil geworden, da wärst du ja nie drauf gekommen, weil die hattest du ja schon mal. Das heißt, die schließt du dann ja in deinem Kopf schon mal aus. So, jetzt kannst du wieder aufstehen. Das letzte wird was sehr Großes. Muss man die Arme richtig hochstrecken, damit du rankommst? Ach nee, ist doch eher klein. Ein Pferd. Es hat einen Widerriss auch. Nach deinen Bewertungsmaßstaben ist es ja dann auf jeden Fall schon mal ein Pferd. Machen den Ellenbogen ist in meinem Bild. Und es hat auch einen Schweif. Verrückt. Oh. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Es hat auch die Mähne. Es hat auch 4 Füße, kann ich dir sagen. Könnte. Also, wer ist es?
Man merkt es, wie oft den Ponys die Hufe auskratzt, weil ihre Beurteilungsmaßnahme ist nur bei den Ponys, welche Hufe es hat, ja? Ich hätte gesagt Toffee oder Mika, aber ich denke eher Mika, weil es hat große Hufe. Warum ist es nicht Jimmy? Weil Jimmy ist ein bisschen größer. Irgendwie. Sicher? Ja. Aber Toffee ist ja schon kleiner als Mika oder Jimmy. Na, was bist du jetzt? Mika. Sicher? Ja. Dann guck mal nach. Also ich glaube übrigens nicht, dass Mika und Jimmy unterschiedlich groß sind. Aber ich dachte, Jimmy ist größer. Jimmy ist dicker, genau. Aber größer hätte ich jetzt nicht gesagt. Okay, kann mal jemand Jimmy holen? Das möchte ich jetzt aber bitte noch wissen, ob der größer ist. Ja, nein, wir müssen jetzt mal vergucken. Ich glaube nämlich nicht, dass Jimmy größer ist als Mika. Ist der Jimmy größer als du, kleine Ponynase? Ich dachte, du holst Jimmy, weil ich meinte, ja, hol noch was Kleines. Jetzt warten wir noch schnell auf Jimmy und machen noch schnell einen Größenvergleich, damit wir das dann auch geklärt haben. Ne, Größenvergleich, Pony. Darf ich das Stroh aus der Mähne machen? Ja. Hast du große Klüppchaugen? Hast du große Klüppchaugen? Mika denkt sich so, warum stehe ich hier? Effi, mir ist ganz schön kalt. Ist dir auch kalt? Nee, ne? Du hast ganz viel Fell. Ich habe auch eine dicke Jacke an. Und mir ist trotzdem kalt. Und Mila möchte auch Liebe. Was hast du für einen Schlons im Gesicht? Was ist das hier? Yoga. Yoga am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Es ist noch nicht mal mehr morgen. Da kommt Jimmy. Ich würde ihn auch hier zeigen, aber da stehen ganz viele Menschen im Weg, die mich daran hindern, Jimmy zu zeigen. Da ist er. So, Jimmy. Bist du größer oder bist du kleiner oder bist du gleich groß? Also Jimmy ist 95 cm groß. Den haben wir mal gemessen. Warte, wir müssen die hier so nebeneinander. Ja, schon Stücken, oder? Aber nicht viel. Mika steht auch ein bisschen tiefer. Er ist halt viel wuchtiger. Er ist halt auch ein Kerl. Aber er ist schon ein Stückchen größer. Aber jetzt nicht viel. Also ich glaube, blind hätte ich jetzt den Unterschied nicht erfüllen können. Schreibt mir mal in die Kommentare, ist Jimmy größer? Pff, sagt er. Sehr gut.